Hallo zusammen, hier ist wieder euer Let's Go. Ein neuer Anfang 2. Ich bin ja im letzten Video gestorben. Ja, das habe ich gar nicht hochgeladen, das Video. Stimmt. Das wollte ich euch mal sparen. Also ich bin auf jeden Fall gestorben. Stirb einfach. Was? Drei Schläge brauchen wir. Okay, also ich habe quasi nichts zu verlieren jetzt. Das bedeutet, ich renne jetzt einfach hier Psycho rum. Und wie viele haben wir denn? 14, ne? Gut, das ist recht überschaubar. Oh, können wir einfach mal. Ah, ich weiß nicht, soll ich mir erstmal eine rote Tasche holen oder so? Hab ich ja noch ein paar. Eine ist einfach verschwunden. Also ich habe eine rote Tasche auf den Boden geworfen und die ist verschwunden. Und dann habe ich noch eine voller Angst auf den Boden geworfen und die konnte ich dann Gott sei Dank aufnehmen. Ja, wie ihr das wahrscheinlich auch mitbekommen habt durch den Patch, die ganze Munition ist weg. Und außer meine 45 Kaliber für die Loops oder Lops, oder wie auch immer die Waffe heißt, die ist nicht weggegangen, komischerweise. Das hat schon ziemlich reingefetzt, der Patch, und dass ich halt auch gestorben bin. Was sind wir denn jetzt? Hier. Ich habe gedacht, mache ich jetzt gleich mal einen Run. Gleich mal ordentlich was gepult. Scheiß drauf, hier nichts zu verlieren. Zack. Mehr was. Alter Schwede. Zack. Ich brauche einfach nur ein Küchenmesser. Damit geht das auch. Kein Problem. Ah, ist das entspannt. Wenn man nichts zu verlieren hat. Ja, ich werde jetzt auch mal mal gucken, dieses Rust auf Steam, beziehungsweise 7 Days to Die, das soll ja auch nicht schlecht sein, wobei die Grafik, ja, also laut Trailern ziemlich grottig ist. Aber das macht ja nichts, solange das Spiel an sich nicht schlecht ist. Ich merke schon, wenn man läuft, ist das nicht so der Hit. Die Akku ist deutlich erhöht von den Nethern. Auch noch ein Handtuch, das ist ein Rutsch. Zack, zack, zack. Jetzt kann ich hier mal laufen. Kommt denn hier noch? Sonst wachsen kritisch. So. Ganzen Viecher gleich mal abgeschlachtet. Okay. 33 Leben haben wir noch, aber wenn wir sterben, eh nicht so schlimm. Aber ich merke schon, wenn man sprintet, das sollte man eigentlich lassen. So. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen Loot finden. Ja, und dieser Blutmeter, das habe ich jetzt auch endlich mal verstanden, was das ist. Also je mehr Spieler man tötet, also der geht auch wieder weg, das kommt so eine Anzeige unten hin. Der geht dann wieder weg und beziehungsweise je mehr Spieler man tötet, umso höher ist quasi die Akku. Also die Akku ist nicht höher, sondern, ja doch, die Akku ist höher von den Nethern. Das heißt, man lockt die halt in einem viel größeren Bereich an. Aber wenn ich in der Safe Zone sitze mit meiner Sniper, ist mir das eigentlich relativ egal. Ah, sieht sehr, sehr gelootet aus. Ja, sehr, sehr gelootet. Eigentlich will ich ja gar nicht laufen, aber ich mach's einfach. Aber wenn ich jetzt noch ein Nether unlock, dann war's das mit mir.
haben wir auch gleich schnell. Spieler 13. Und fuck you. So. Der Busch. Der Küchenmesser-Mörder. Der Schlechter. Gut, der Sound, der geht mir jetzt schon langsam ein bisschen auf die Eier. Sorry. Ist ja nix los hier. Vielleicht hätte ich doch eher mal in die Safe Zone gehen sollen. Mich neu equippen. Da ich eh noch nichts gefunden habe. Oh mein Gott. Nicht so tragisch. Bin gespannt, wie ich auf den Spieler treffe. Probiere ich das mal mit Hüpfen. Die mich dann trotzdem noch abknallen. Bin mal gespannt. Na, den Weg da oben, den spare ich mir jetzt mal. Also, setze ich jetzt wenig Hoffnung rein. So. Ist ja nix los hier. Ist ja der Hammer, ey. Liegt ja gar nichts. Gehen wir zu meinem Highspot. Mal schauen, ob wir da Glück haben. Nahrung habe ich auf jeden Fall noch genug im Global Inventory. Heilung glaube ich auch ein bisschen noch. Ein paar Medipacks. Nur was mein Problem ist, ist Ammo. Ich brauche Ammo. Vorzug 9mm und 556, also damit spiele ich eigentlich hauptsächlich. Es gibt's doch nicht, ey. Es ist nichts hier. Kann doch nicht. Tatsache. So. Alles leer gelootet. Nein! Jo. Ja, ein neuer Anfang mit einem neuen Ende. Bin ich da runtergefallen, aber mein Gott. So ist das. Zum Glück haben wir eh nicht viel verloren. Dann sage ich an der Stelle einfach vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Let's Go. Ich bin Nether. Bis dann.